Hallo, in diesem Video möchte ich gerne zeigen, wie man einen Reinschwingkreis in LTSpice transient, also im Zeitbereich, simulieren kann. Dafür gebe ich mal meinen Bildschirm frei und habe hier mal so eine beispielhafte Aufgabe vorbereitet. Und da gab es zu dieser Aufgabe auch schon eine Lösung in LTSpice, die ist hier drüben mit 100 Volt als Gleichspannungsquelle, mit einem Widerstand von 100 Ohm, mit einer Induktivität und einer Kapazität. Das, was man berechnen sollte, war jetzt die Spannung über der Kapazität. Ich habe mal, weil man in LTSpice natürlich immer nur erstmal nur Knotenspannung berechnen kann, die Positionen der Induktivität und Kapazität hier getauscht, sodass das Potential an diesem Knoten UC in Bezug auf den Bezugsknoten hier unten, den Masseknoten, eben direkt der Spannung über der Kapazität entspricht. Und jetzt wird hier über eine gewisse Zeit simuliert mit diesen Anfangsbedingungen, dass vorher kein Strom durch die Induktivität floss und dass es vorher auch keine Spannung über der Kapazität gab. Und weil in diesem Reihenschwingkreis dieser Widerstand jetzt hier sehr groß ist und jedes Mal, wenn die Induktivität und Kapazität umladen und Energie austauschen, über den Widerstand hier viel Energie verloren geht, schwingt das hier nicht so wirklich gut. Also wenn man das jetzt mal simuliert, stellt man fest, das schwingt im Prinzip gar nicht, ne? Also die Kapazität wird irgendwann auf die Quellspannung aufgeladen, aber da sieht man jetzt keine Oszillationen bei. Und die Idee von der Aufgabe 169 ist jetzt, das Gleiche nochmal zu machen, aber mit einem viel kleineren Widerstand, also mit einem 20-mal kleineren Widerstand und dementsprechend einer 20-mal höheren Güte. Und deshalb nehme ich jetzt mal diese Schaltung, sage Save As und speichere die mal als Aufgabe 169 und ändere den Wert dieses Widerstandes von 100 auf 5 Ohm und klicke auf Simulieren. Und dann sieht man wunderschön, was hier passiert. Also ich mache mal die Zeit, die hier simuliert wird, noch ein ganz bisschen größer. Ich mache mal da, das sind jetzt ja 0,2, ich mache mal 0,5 Millisekunden draus, dass man noch sieht, dass das ausschwingt. Also dadurch, dass der Widerstand jetzt viel kleiner ist, erreicht man wirklich so einen Schwingfall in diesem reinen Resonanzkreis und die eingeschaltete Quellspannung. Ja, irgendwann ist das eingeschwungen, dann fällt die natürlich hinten über dieser Kapazität ab, ja, weil die Kapazität dann irgendwann voll aufgeladen ist und kein Strom mehr fließt. Und wenn kein Strom mehr fließt, dann gibt es auch keinen Spannungsabfall mehr über den Widerstand und keinen Spannungsabfall über der Induktivität. Aber während der Zeit, in der die Kapazität aufgeladen ist und ein Strom fließt und der Strom sich ändert, wird eben auch eine Spannung in der Induktivität induziert, die dem ursprünglichen Stromfluss entgegenwirkt. Und deshalb, ja, schwingt das erstmal drüber und schwingt runter und schwingt drüber und schwingt runter und so weiter, bis sich das aufgrund der Dämpfung durch diesen Widerstand hier auf die 100 Volt einpegelt. Und ja, auf diese ziemlich einfache Art und Weise, ohne dass ich jetzt hier gezeigt habe, wie man diese Schaltungen in LTSpice überhaupt zeichnet und konstruiert, kann man so doch relativ schnell und einfach einen Reinschwingkreis simulieren im Zeitbereich und sich anschauen, wie jetzt hier die Spannung, aber ich könnte natürlich auch genauso die Ströme hier plotten, wie die Ströme, und natürlich sind in dieser Masche die Ströme in allen Bauelementen gleich. Schöne Plausibilitätsprüfung dieses Simulationsmodells. Alle Ströme und Spannungen in so einer Schaltung in Abhängigkeit der Zeit plotten.